Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich ein paar Produkte von Revolution gekauft und die liebe Kisu hat mir ihre Palette gebracht, weil ich war vor ein paar Wochen, also gerade als der Launch war, ich konnte leider nicht dabei sein, ich konnte nicht nach Berlin fliegen, weil ich leider hier sehr viel Arbeit hatte, aber ich bin sofort in den Rossmann gegangen und wollte diese Palette kaufen, nur leider war sie nicht da. Rossmann hatte schon Lieferschwierigkeiten, also ich denke mal, die Anfrage war sehr groß. Jedenfalls hat mir die liebe Kisu ihre Palette gebracht. Aber bevor wir weiter auf diese Palette eingehen, habe ich so ein paar andere Produkte auch von Revolution gekauft. Leider war es so, dass es im Rossmann nicht ganz so viele Revolution-Produkte gab. Ich glaube, ich habe sogar in diesem Haul Revlon statt Revolution gesagt. Sorry for that. Jedenfalls habe ich alles mitgenommen, was ich so konnte. Hatte ich noch nicht irgendwie so ein Puder oder so? Ich hatte jetzt noch so ein Bananapuder. Meine Lampe speckt gerade richtig ab. Letzte Chance, sonst ersetze ich dich. So, kommen wir zurück zum Puder. Und zwar geht es um das Luxury Powder. Leider habe ich das voll vergessen und habe schon meinen Concealer gesettet. Und zwar schon, weiß nicht, vor 2 Stunden oder so. Ich kann es jetzt mal einen Hauch ausprobieren. Aber ich werde es in einer meiner nächsten Videos komplett so testen, ohne dass ich das jetzt irgendwo drüber geben muss oder so. Bevor das Intro noch länger wird, los geht's mit dem Video. Viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir tragen jetzt einmal ein bisschen von dem Bananapowder auf. Ich finde immer blöd, wenn Deckel so klein sind bei Bananapowdern, weil ich möchte gerne das Puder da so reinmachen und dann mit einem Beautyblender da reingehen. Und das ist ein bisschen schwer, wenn der Kopf nur so klein ist, ne? Also das Produkt ist sehr gelb, aber ich werde es jetzt trotzdem mal ausprobieren. Ich erinnere mich sehr gut an das Bendai Banana Powder. Und daran, dass ich das überhaupt nicht mochte, weil es so hardcore nachdunkelte. Oh, das ist schön gelb. Also ich glaube, man sieht ganz gut den Unterschied. Aber das ist ja auch frisch aufgetragenes Puder. Ich kann da jetzt auch nicht so eine richtig krasse Review dazu abgeben. Ich werde es auf jeden Fall in meinem nächsten Tutorial direkt benutzen. So, was machen wir denn als nächstes? Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit den Augenbrauen. Ich laufe schon den ganzen Morgen ohne Augenbrauen rum und das ist ein bisschen komisch. Ich habe hier einmal von Revolution die Brow Pomade with Double-Ended Brush. Also da ist wohl auch ein Pinsel drin. Ich denke mal, das ist ein kleiner Pinsel. Mit kleinem Pinsel kann ich nichts anfangen. Und zwar in der Farbe Dark Brown. So, das ist der Pinsel. Fühlt sich also nicht unbedingt an wie ein hochwertiger Pinsel. Aber das Produkt lässt sich gut auf den Pinsel auftragen. Also es sieht auf jeden Fall schon mal so aus. So ein Braun mit einem aschigen Unterton. Man spürt auf jeden Fall, dass da ein hoher Wachsanteil mit drin ist. Okay, die Farbe ist auch schön. Auf der Haut selber kann man jetzt aber damit nicht so gut malen, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, die Haut nimmt das nicht an. Also auf den Härchen geht's. Da jetzt keine Bürste oder sowas dabei ist, werde ich hier von meinem Benefit Augenbrauenstift einmal das Bürstchen nehmen und die Augenbrauen so ein bisschen auskämmen. Mein Problem mit Pomaden ist immer, dass es bei mir sehr schnell austrocknet. Das ist eigentlich so das Ding, warum ich keine Pomaden benutze. Das ist bei mir eigentlich bei fast allen Marken. Also sowohl bei NYX, als auch bei Benefit, als auch bei Anastasia Beverly Hills, als auch bei MAC und so weiter und so fort, sind meine Pomaden immer ausgetrocknet. Ich weiß, man kann da so ein bisschen Öl reinmachen und dann wird das wieder flüssig und so. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Entweder ein Produkt funktioniert bei mir oder es funktioniert halt nicht. Hier auf der Seite hat es mit der Haut auch so ein bisschen geklappt, aber nicht ganz so, dass man jetzt auf die Haut so malen könnte. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt noch irgendwie Augenbrauen-Gel benutzen muss, weil ich glaube, dass die Augenbrauen so ganz gut halten. So, dann weiter geht's. So, ich fege das jetzt hier einmal ganz kurz weg. Aber so erster Eindruck ist eigentlich ganz okay. Es ist nicht schlecht nachgedunkelt oder so. Jetzt haben wir ja 2 Paletten. Also ich habe hier noch diese Blush-Palette. So sieht die aus. Da sind auch noch Bronzer mit drin. Die können wir jetzt einmal hier aufmachen. Und zwar ein schöner matter Bronzer, mit dem ich einmal eben mein Gesicht aufwärmen werde. Ich versuche mal hier in dieses kleine Pfännchen mit diesem riesen Pinsel reinzukommen. Also Bronzer war auch ganz gut pigmentiert soweit. Mir reicht das jetzt so. Die sind alle sehr schimmrig. Highlighter sollte bei mir schon präzise aufgetragen werden. Und die Töne sind alle sehr gehighlightet. Also ich schätze eher, das ist eher so eine Highlight-Palette. Das hier könnte man eventuell als Blush benutzen. Also die beiden sind nur schimmrig, nicht glitzerig oder so. Und auch der hier ist nur schimmrig. Man sieht, das ist schon so illuminated, aber man sieht auch, dass es nicht so super schimmrig ist, wie jetzt zum Beispiel die oberen. Ich habe ja hier diesen Mückenstich, ne, den ich die ganze Zeit versuche zu bedecken. Nee. So, wenn ihr aber eine richtig schöne, reine Haut hier habt, dann könnt ihr so Produkte immer gut benutzen mit so Schimmeranteil oder so, ne. Aber ich habe hier auch Narben und so und deswegen not.
Aber bitte, wie schön sind diese Highlighter? Das hier ist unfassbar. Also das hier, wenn man sich das so einen Hauch übers Gesicht gibt. Also dafür kann man auch zum Beispiel einen großen Pinsel nehmen und dann nur so einen Hauch drüber geben. Dann gibt man dem ganzen Gesicht wieder Leben. Das hat ja auch Becca, diese Shimmering Skin Perfector und so, diese Press Powder und sowas. Die bestehen eigentlich aus Schimmer und ich so, warte mal, du willst mir damit mein Gesicht aufwärmen? Und beim Becca-Event haben sie mit so Schimmerprodukten wirklich das Gesicht aufgewärmt und es sah wirklich schön aus. So, ich lege jetzt einmal die Palette weg, weil ich mir erstmal Kisus Palette anschauen möchte und das meiste hieraus benutzen möchte. Schauen wir uns erstmal die Umverpackung an. Ich schreibe euch den Preis einmal hier oben hin. Vorne steht Makeup Revolution London, Kiso Eyeshadow und Highlighter Palette. 2x4,8 Gramm Highlighter und 16x 0,9 Gramm für die Schatten, was völlig okay und völlig normal ist. Dann haben wir hier einmal die Ingredients und dann nochmal die Social Media Kanäle von Kisu. Ich werde sie euch selbstverständlich auch in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr bei der süßen Maus auch vorbeischauen. Dankeschön übrigens fürs Vorbeibringen. Und sie hat draufgeschrieben, liebe Tara, viel Spaß beim Probieren, Kisu. So, dann nehmen wir einmal die Palette raus. Ich habe ja letztens schon hier diesen Lip Balm von Kisu und Diana nachgekauft, weil ich das cool finde. Einfach, wenn meine Kollegen Sachen rausbringen, gehe ich super gerne dahin und kaufe das, weil ich bin so stolz dann darauf, dass die YouTuber es echt so ein bisschen in die Drogerie und ein bisschen High-End und keine Ahnung, überall hin eigentlich geschafft haben. Das ist auch total Kisu. Das ist eine pinke Palette mit einer schönen geschnörkelten Aufschrift und es steht richtig schön dick Kisu hier drauf. Und es ist eine Plastik-Schachtel. Das ist jetzt nicht Papier oder so. Das hier ist einmal die Palette. Das war geschützt mit dieser Folie hier. Wowie. Und das sind die Highlighter auch direkt geswatcht. Sieht sehr schön pigmentiert aus und mir gefällt natürlich der gelbstichige Ton, weshalb ich ihn sofort benutzen werde. Ich werde hier einmal diesen Sigma Highlighter Pinsel nehmen und in Khaleesi reingehen. Ich weiß nicht, ob es was mit Game of Thrones zu tun hat, aber wenn, sie ist übrigens noch ein Fangirl. Also beim ersten Ding sieht man jetzt noch nichts, weil ich die Oberfläche so ein bisschen abgekratzt habe. Die ist nämlich sehr hart. Dann sieht man auf jeden Fall Highlighter. Hello. Das ist so ein schöner peachfarbener Ton. Jetzt nicht zu gelb, wie er gerade irgendwie auf meinem Handrücken aussah. Das sieht doch gelblich hier aus. So, auch der Highlighter ist auch hier da. Ich gebe ihn auch hier unter meine Augenbraue. Da sieht man auch sehr schön, wie der Highlighter funktioniert. Und ich gebe mir jetzt einmal hier den helleren auf meine Nase. Ja, den kann man auch sehr gut erkennen. Tada! Gryffindor ist eines der schönsten Töne. Er sieht aus wie Uninterrupted von MAC. Und wenn ich einen Lidschatten rausbringen würde, wäre er auch genauso. Es ist wunderschönes Senf und es haben viel zu wenig Paletten sowas. Leider ist kein schwarzer Ton mit drin. Ich liebe ja schwarze matte Töne in Lidschattenpaletten, aber dafür sind die wohl schönsten Brauntöne drin. Clumsy. Und einmal Vampire. Cat Lady auch, das kann ich mir sehr schön im V vorstellen. Aber ich werde definitiv Gryffindor und Hype verwenden, weil das bombastisch schöne Farben sind. Ich werde jetzt für Gryffindor einen fluffigen Pinsel nehmen. Und der Abtrag ist extrem gut. Das Produkt ist direkt hier drauf. Ich werde ein bisschen was abklopfen. Boah, wie schön kann Senfgelb sein, ey. Man sieht es richtig gut. Ich habe jetzt keine Lidschattenbase oder so drunter. Ich habe mir ein bisschen Kontoprodukt in meine Lidfalte gegeben. Man sieht dieses Senfgelb richtig, richtig schön. Es ist ein schöner Übergangston und mit solchen senfgelben Farben kann man sehr schön übrigens rote Lippenstifte tragen. Ich kann gar nicht aufhören, den zu benutzen. Ich werde jetzt Hype nehmen, der ist ein bisschen dunkler, aber hat dieselbe Farbrichtung. Und ich werde da auch einen fluffigen, aber kleineren Pinsel nehmen. Und der ist auch sehr schön pigmentiert. Ich habe hier so ein kleines bisschen Fallout bekommen, aber wie in meinen letzten 48.000 Videos habe ich euch immer gesagt, Fallout ist nichts Schlimmes. Das sage ich nicht, weil sie meine Kollegin ist, sondern weil das Bombe ist. Ich bin extrem begeistert. Bin so froh, dass die Drogerie so schöne Lidschattenpaletten mittlerweile hat. Hammer. Ich werde jetzt nochmal Gryffindor auf einen Pencilbrush nehmen und mir das unter meine Wasserlinie geben. Der hat auch viel Fallout hier, Gryffindor. Ich bin froh, dass ich ihn nochmal gebaked habe, weil ich das jetzt gleich sehr leicht wegwischen kann. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Concealer gleich voller Lidschatten ist, dann vorher immer ein bisschen baken. Oder halt schön setten, weil dann könnt ihr es einfach viel besser wegwischen. So, ich
werde hier jetzt auf jeden Fall noch so ein bisschen mehr aufbauen. Also es macht Spaß, sie zu benutzen, weil die sich sehr schön verblenden lassen. Boah, das sieht so schön aus. Oh, ich gebe auf jeden Fall noch ein bisschen was von Hype in meine Lidfalte, bevor ich weitermache. Finde ich richtig, richtig schön. Kisu, hast du bombastisch gemacht. So, ich werde jetzt Rain, keine Ahnung, ich kann das nicht aussprechen, das hier auf jeden Fall nehmen. Das ist einfach so dieselbe Farbfamilie, nur halt mit glitzernden oder schimmernden Pigmenten. Und zwar sieht der so aus. Ich werde es natürlich wie immer erst mit einem Pinsel versuchen und zwar mit so einem flachgebundenen von Sigma. Wie ihr seht, ist schön Produkt drauf, aber solche Produkte lassen sich am allerbesten eben mit dem Finger einfach auftragen. Aber tatsächlich geht es jetzt auch gerade mit einem Pinsel. Aber ich denke, dass ich auch, wenn ich hier mit dem Finger so drüber gehe, dass ich einfach auch ein metallischeres Ergebnis habe, ja. So, ich gehe jetzt auch nochmal mit diesem kleinen Blenderpinsel in den Ton rein und gebe mir den so in die Lidfalte ein bisschen, damit sich diese Töne miteinander vermischen. Und ich gehe auch nochmal in Hype rein, also in diesen bisschen dunkleren Ton, vermische das Ganze, sodass es halt so einen Übergang hat, ne? Es ist eine sehr schöne, einfache Farbkombination, auf die ich wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre. Dieses schöne Zusammenspiel aus Senfgelb, einem Hauch von Orange und einem Gold. Sieht brutal aus. Tada! Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das aussieht, wenn ich das noch unter meine Wasserlinie gebe. Aber ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Wirklich, es hat eine sehr schöne Konsistenz. Also man sieht richtig, wie krass pigmentiert dieser Goldton ist. So, und was ich jetzt machen werde, ist in einen matten Ton gehen, um mir den Augeninnenwinkel aufzuhellen. Und zwar in 1991. Das ist wahrscheinlich Kisus Geburtsjahr. Heieiei. Vorsicht, die sind echt schön pigmentiert. Und last but not least werde ich nochmal in Hype reingehen. Ich bin verliebt in diesen Ton. Weil es ja nicht genug hier. Und Blend. Wirklich schöne Farbkombination. Man könnte jetzt zum Beispiel noch so ein Golden Eyeliner hinmachen oder so für so ein schönes Cut Crease. So, das sind jetzt die Farben, außer die, die ich auf meinem Lid trage. Also ich bin wirklich begeistert. Ich musste meine eine Lampe ausmachen, deswegen habe ich jetzt anderes Licht. Die ist leider jetzt kaputt. Jedenfalls, was ich bei dieser Palette stark bemerkt habe, ist, dass sie so ein Zusammenspiel hat. Mai passt perfekt zu Oktober. Oder hier, Royal passt gut zu Vampire. Und sie liegen auch immer beieinander, passen gut zusammen. Man kann nicht unbedingt was falsch machen. So, ich werde mir jetzt kurz noch den Lippenstift auftragen. Und zwar ist es einmal der Retro Luxe Matte Lip Kit in der Farbe Noble. Wir haben hier einen verschweißten Lip Liner. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so machen könnte, um den Lip Liner zu verteilen. Der setzt sich direkt fest. Könnte so ein Produkt sein, was fürs Übermorgen hält. Cool, passt auch zu meinen Lippen. Dann haben wir noch einen Liquid Lipstick. Das ist so ein bisschen aufgebaut wie das Kylie Jenner Liquid Lip Kit. So, ich mache mich jetzt mal zu Ende fertig und dann sehen wir uns zum Outro wieder. So, ich habe mir jetzt noch einen Glitter Liner von Urban Decay aufgetragen, ne? Einfach weil ich das im Kopf hatte, musste ich das jetzt machen. Das ist dieser hier. Und ich finde, das sieht zusammen ganz schön aus und trennt so ein bisschen die beiden Felder. Ich habe mir noch Clumsy so ein bisschen unter den Eyeliner gegeben und das so ein bisschen verwischt, wie so ein Smoky Cat Eye. Und habe mir dann hinten noch einen kleinen Wing gezogen. Also ich bin mit dem Augen-Make-up, auch mit den Augenbrauen mittlerweile sehr zufrieden bei den Augenbrauen. Weiß ich nicht, wie es sich mit der Zeit entwickelt und ob sich das Ding aushockelt oder nicht. Was ich persönlich ein bisschen nervig finde, ist das Lippenprodukt. Meine Lippen kleben aneinander. Das ist beides super matt. Ich denke mal, das hält wirklich sehr, sehr lange. Aber es ist jetzt für mich gar nichts, weil es klebt einfach meine Lippen. Das muss echt nicht sein. Dadurch, dass ich jetzt so gemacht habe, trägt sich das Produkt hier so ab und sieht so sehr ungepflegt aus. Obwohl die Farbe halt mega schön ist, bin ich gerade so ein bisschen... Kisu, herzlichen Glückwunsch zu dieser wundervollen Palette. Du hast großartige Arbeit geleistet. Ich würde sie auf jeden Fall empfehlen, weil ich sie sehr gut finde. Es sind 16 Lidschatten, zwei Highlighter für, ich weiß nicht, 12 Euro ungefähr. Mit einem super schönen großen Spiegel mit drin. Also man kann nichts falsch machen. Die Lidschatten sind super pigmentiert, einfach im Auftrag. Und ich konnte sie sehr, sehr schön verblenden. Also großes Kompliment an dich, meine Liebe. Ich muss aber wirklich sagen, diese Palette hingegen hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Also ich weiß jetzt nicht, wofür ich sie brauchen soll. Und ich fand auch, der war nicht ganz so nachhaltig. Ich habe das Gefühl, ich muss wieder auftragen und auffrischen. Begeistert bin ich wirklich von der Lidschattenpalette.
Von dem Puder weiß ich noch nicht genau. Also falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das einmal tun würdet. Weil in einer meiner nächsten Videos werde ich auf jeden Fall sagen, wie dieses Puder war. Und in einer meiner nächsten Videos wird das Licht auch definitiv wieder besser als das. Ich gucke die ganze Zeit in das Display und denke mir so, perfekt ausgeleuchtet ist es jetzt wohl nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Und ich freue mich natürlich sehr, sehr über eure Kommentare. Falls ihr meine beiden letzten Videos verpasst habt, dann findet ihr sie hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.